Seit 20 Jahren gibt es das Technische Hilfswerk, kurz THW, auch in Magdeburg. Anlass für die vielen, meist ehrenamtlichen Mitglieder, sich und ihre Arbeit den Magdeburgern auf einem großen Fest vorzustellen. Auf einer Pressekonferenz wurden schon einmal die interessantesten Programmpunkte bekannt gegeben. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums feiert das THW Magdeburg am 10. September von 10 bis 17 Uhr mit den Magdeburgern ein großes Bürgerfest im Stadtpark. Wie Falk Lepi, Leiter des Organisationskomitees, auf der Pressekonferenz mitteilte, werden rund um die Stadthalle, von der Elbe bis zum Adolf-Mittag-See, ca. 100 THW-Kräfte aus Magdeburg und 6 weiteren THW-Standorten ihr Können zeigen und die Besucher begeistern. Es soll Bootsfahrten auf der Elbe, ganztägige Technik-Live-Shows, eine Kinderwelt mit Riesenhüpfeburg, Riesenrutsche und vieles mehr geben. Ein weiterer Höhepunkt soll der Aufbau eines Gebäudeabstützsystems werden. Dabei wollen 20 THW-Helfer mit einem Kran ein 10 Meter hohes Holzgerüst aufbauen, um zu zeigen, wie man im Ernstfall einsturzgefährdete Häuser schützt. Der Ortsverband wird Technik und Fahrzeuge präsentieren, die sonst nur bei großen Einsätzen zu sehen sind. Am 10. September können sich die Besucher über die Arbeit der ehrenamtlichen THW-Helfer im In- und Ausland informieren und in die Welt des Technischen Hilfswerks eintauchen. Eine Veranstaltung dieser Art und Größe habe es in Sachsen-Anhalt noch nie gegeben, berichtete Ortsbeauftragter Axel Moch-Stolz. Die ehrenamtlichen Helfer des THW Magdeburg organisieren und bereiten das gesamte Fest in ihrer Freizeit vor und wollen, auch mit Unterstützung aus der Wirtschaft, den Besuchern ein umfangreiches Programm bieten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Unter den vielen Partnern möchte das THW die MWG Wohnungsgenossenschaft, das Ford Autohaus Süd, die Volksbank Magdeburg und die A2 Autowelt hervorheben. Neben den vielen Mitmachaktionen und Informationsständen wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt werden. Es wird eine Feldküche, Grillstände, leckeren Kuchen und Waffeln sowie Getränkestände geben. Das THW will sich mit dieser Veranstaltung bei all den Magdeburgern, die das THW in den letzten Jahren unterstützt haben, bedanken. Übrigens hat Oberbürgermeister Lutz Trümper für das Fest die Schirmherrschaft übernommen, worüber sich Michael Lasch vom Organisationskomitee besonders freut. Der THW-Ortsverband Magdeburg bietet Menschen im Alter von 10 bis 65 Jahren eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung von A wie Atemschutzgeräteträger über B wie Bootsführer oder K wie Koch oder Kraftfahrer bis Z wie Zugtruppführer. Momentan verfügt das THW in Magdeburg über rund 100 Helfer, wovon etwa 14% Frauen sind. Etwa 15% sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Der Altersdurchschnitt beträgt ca. 29 Jahre. Nach dem Ende der Wehrpflicht will das THW in die Offensive gehen, denn bislang lag der Anteil der Wehrpflichtigen bei rund 20%. Auch dazu sind die Infostände bei dem Fest gedacht. Mitglieder sind vom Gesetz her bei Einsätzen von der Arbeit freigestellt. Arbeitgeber können dafür Ausgleichszahlungen bekommen. Persönliche Nachteile dürfen den Helfern nicht entstehen. Das ist im Prinzip also genauso geregelt wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehr ist im Normalfall auch diejenige Einrichtung, die das THW anfordert, wenn ihre eigenen Kräfte oder Technik nicht ausreichen. Dazu kommen Hilfseinsätze bei Unwetterlagen, Hochwasser und Katastrophen, auch im Ausland. An Fahrzeugen verfügt das Magdeburger THW gegenwärtig über 3 Transporter, 5 Lkw, 3 Anhänger sowie 4 Boote und Bootsanhänger. Apropos Feuerwehr. Das gegenwärtige Domizil des THW im Enkekarree macht keinen sehr einladenden Eindruck. Eine Sanierung lohnt aber nicht mehr, denn in naher Zukunft soll das THW in neue Gebäude einziehen, die auch für den Fahrzeugpark weit bessere Bedingungen bieten werden. Entstehen könnte das Ganze im Süden von Magdeburg in Flugplatznähe, etwa im Bereich der Feuerwache Süd.